Ich heiße Barbara Sanjilkova, kurz genommen Bara. Ich habe überlegt, ich mache einige Aufstriche, so gemischte Kräuterbutter und dann Kapuzinerkresse-Aufstrich und vielleicht ein Vogelmiere-Aufstrich. Und dann würde ich aber gerne noch einen leckeren tschechischen Walnusskuchen mit leckerer Creme dazu machen. Wie bist du zu den Kräutern gekommen? Also zu den Kräutern kam ich schon als kleines Kind. Bei meiner Oma hatten wir die immer im Sommer gesammelt und getrocknet. Und dann konnte man sie damals verkaufen an so Sammelstelle. Und jetzt hier in Freiburg habe ich dann irgendwann mal einen Kinderpflanzenheilkundenkurs gemacht bei der Heilpflanzenschule. Und seitdem habe ich mich dann wieder mehr mit den Kräutern beschäftigt. Und vor allem habe ich sie bei meinen Kindern immer mal wieder angewendet. Meine Kinder waren wenig krank, aber da, wo ich was gebraucht habe, vor allem für alle möglichen Schrammwunden und Schlürfwunden, habe ich immer schöne Tinkturen angewendet. Ich wurde damals durch eine Kindergartenfreundin, die Runa Rasche steckt, die viele Teestuben gemacht hat, angesprochen, ob ich da was über Kräuter machen könnte oder was mit den Frauen basteln. Das habe ich auch mal gemacht. Und dadurch kam ich mehr dazu, dass ich auch so verschiedene Projekte mit Kräutern anbiete, wie Seife herstellen oder Salbe machen. Und da hat sich auch entwickelt, dass ich jetzt etwas für das Kochbuch machen kann. Ich möchte gerne eine Kräuterbutter machen, weil die einfach immer gut ankommt und die kann jeder machen, weil man kann sie sehr gut variieren. Deswegen ist es auch gut für die Menschen, das weiter zu benutzen. Das ist, finde ich, wichtig bei einem Kochbuch. Und dann die anderen Aufstriche, Kapuzinerkresse, finde ich auch relativ bekannt. Ich wollte nichts wählen, was die Leute gar nicht kennen, dass die Rezepte gut nachahmbar sind. Du wirst einen Kuchen machen, hast du vorhin gesagt, für das Kochbuch. Und warum hast du diesen Kuchen ausgewählt? Das ist eine der Kuchen, an die ich immer denke, wenn ich was Tschechisches machen will, möchte ich gerne den Kuchen. Den habe ich bei einer Hochzeit in Tschechien mal gegessen und dann mir das Rezept geholt und den finde ich irgendwie besonders. Welches besondere Nahrungsmittel gibt es in Tschechien in eurer traditionellen Küche und warum ist es so? Also ich glaube, die Tschechen sagen immer, typisch sind Knödel. Aber ich habe jetzt in Deutschland gelernt, die Deutschen essen auch Knödel, Semmelknödel, obwohl die sind schon ein bisschen unterschiedlich. Aber was sehr typisch ist, und das habe ich hier auch noch nicht gegessen, sind Obstknödel. Die machen wir mit Erdbeeren, Aprikosen oder jetzt gerade wäre die Zeit für Zwetschgenknödel. Welches Gewürz und welche Kräuter verwendest du besonders gerne? Ja, für die Butter, die nehme ich, da nehme ich halt das, was gerade kommt, was man gerade finden kann. Im Frühjahr ist natürlich, bietet sich hier in der Gegend von Freiburg Bärlauch als Grundlage an. In anderen Jahreszeiten, wo ich keinen Bärlauch habe, nehme ich stattdessen Knoblauch und dazu alle möglichen grünen Kräuter. Entweder von der Kräuterspirale Thymian und Rosmarin oder von den Wildkräutern kann man Quendel nehmen oder auch ein paar Brennnessel. Blätter mache ich rein, Löwenzahn. Das hört sich sehr vielfältig an. Ohne Ringelblume macht schöne Farbe. Das ist auch schön. Die Blüten kann man da reinmachen. Welches Fest ist dir das Liebste? Und das finde ich jetzt auch sehr interessant. Ich mache seit ein paar Jahren, irgendwie kommt es mit den Kräutern auch gut zusammen, Kräuter nach Jahreszeiten und an Jahreszeiten festen. Und von denen finde ich am schönsten die Wintersonnenwende. Was bedeutet für dich reiner Genuss? Dadurch, dass viel Lebensmittel industriell hergestellt werden, finde ich schon so zu Hause gemachte Sachen wirklich so mit viel Zeit und Aufwand, das ist dann reiner Genuss. Wahrscheinlich ist das die Liebesenergie, die den wahren Genuss verstärkt. Bara ist berühmt für? Die Kräutermutter, Knödel und verschiedene Kuchen. Welche Köstlichkeit verbindest du speziell mit Freiburg?
Die Torte St. Honoré in Colombe Hotel in Freiburg. Die ist super. Oh, da müssen wir mal zusammen hin. Ja, das lohnt sich. Wir nehmen sie mit. Wenn man sie dort ist, ist sie zu teuer. So zum Mitnehmen geht's. Da gibt es leckere Sachen. Kennt ihr das noch nicht? Ich muss vielen Freiburgern immer Colombe empfehlen. Welches öffentliche Fest würdest du Frauen in Freiburg empfehlen? Also fest fällt mir gar nicht ein, aber diese Zumba-Stunde in Bobo, die finde ich super. Okay. Das ist wie ein Fest im Grunde, so Alltagsfest. Und dein Tipp für Neufreiburgerinnen? Also kulinarisch eben, wie schon erwähnt, und dann glaube ich, die Natur zu entdecken, die schönen Wälder, Wiesen. Okay. Das Grüne. Welche Rezepte fürs Leben möchtest du an Freunde, Kinder, Verwandte und so weiter weitergeben? Also ich finde sehr wichtig die Verbundenheit mit der Natur und eben mit dem Jahresablauf. Weil ich habe das Gefühl, gerade durch die Kräuter, man hat praktisch alles, fast alles, was man braucht, schon um sich herum. Bei welchen Freiburgern, Freiburgerinnen wärest du gerne mal zu Gast? Also ich bin immer sehr neugierig, wie die Leute so wohnen. Ich würde am liebsten zu allen mal gehen. Und wen würdest du gerne mal zu dir einladen? Das habe ich hier schon das Gefühl, dass die Leute wenig Zeit haben für Besuche. Und deswegen eben fände ich es schön, wenn jemand kommt, dass er oder sie auch mit Zeit kommt. Wen hättest du gerne da? Halt die netten Leute, wer auch immer. Ich habe jetzt keinen konkreten Namen. Okay, danke fürs Interview.